Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Planetcraft auf unserem Planeten Humble. Schön, dass ihr wieder mit da seid. Ich hatte zwar irgendwie keine Zeit, um eine weitere Folge aufzunehmen, aber meine Sucht... Ich hatte gerade wieder voll die Idee, die musste ich sofort umsetzen. Ich hoffe, mein Zeitmanagement geht jetzt nicht ganz kaputt, aber egal. Oh, was habe ich denn da? SMS? Moment mal, ich glaube... Oh, das wäre jetzt gutes Timing. Schüler, ihr Lehrer ist erkrankt, wir müssen unter... Okay, ich habe alle Zeit der Welt. Lass uns Spaß haben. Whoop. Bisschen Sünde. Ich bin ja in einer Dänisch-Schule und unsere Dänischlehrerin ist krank. Das ist erstmal nicht so schön. Ich mag sie an sich ganz gerne. Aber mein Zeitproblem hat sich gelöst. Hui! Das Spiel macht mich gerade wahnsinnig. So viel Spaß macht das. Ich hatte voll die geniale Idee. Genial. Ich habe ja hier automatisches Vernichten von diesen Rohstoffen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich damit umgehe. Letztendlich darf ich da nur Sachen reinmachen, also für mein persönliches Wohlbefinden, die ich nicht gezielt herstelle, sondern die als Nebenprodukt einfach anfallen und ich mich nicht gegen wehren kann. Da ich jetzt zum Beispiel Superlegierung, Uran und Iridium nicht gezielt herstellen kann, sondern einfach alle drei immer zusammenkommen, oder im jeweils unterschiedlichen Maßstab, muss ich die halt da reinmachen, weil ich nicht gezielt sagen kann, ich grab nur Superlegierung aus, entsprechend wird die Superlegierung irgendwann einfach nicht mehr abgeholt. So, das ist für die Effizienz des Systems, dann so nach dem Motto. Ich hatte jetzt aber gerade noch eine Idee. Und zwar, er schmeißt mir ja hier schon so viele Sachen rein mit der Priorität minus 1. Ich könnte weiter außerhalb, genauso wie schon die Osmium-Anlage. Ja. Hinten auch eine Superlegierungsanlage basteln an unserer Handelsstation hier. Achso, ich habe irgendwie Fenster eingebaut, weil ich es kann, ne? Hatte ich ja viel Spaß dran. Sieht deutlich besser aus. Und ich habe tatsächlich jetzt auch Stoff hier mit reingemacht, mit der Seide. Ich glaube, unser Stoffschrank ist sogar voll. Also ein bisschen Kleinkram habe ich jetzt gemacht zwischen den Folgen. Weil ich einfach mich nicht losreißen konnte. Ich meine, hier solche Stäbe. Oh, mit den ganzen Drohnen. Ich könnte so eine Anlage hier auch nochmal bauen für Superlegierungsstäbe. Oder auch Iridiumstäbe oder auch Uranstäbe. Ich könnte hier nochmal eine gezielte Anlage bauen, die nur den Zweck hat, bevor die Sachen weggeschmissen werden, nochmal in Stäbe umzuwandeln, damit wir daraus nochmal Geld generieren können. Weil ich sehe da gerade halt wirklich leider dabei zu viele Menge Ressourcen weggeballert werden. Da muss ich auch noch was dazu gestehen. Ich habe einen ganzen Schrank Obsidian weggeworfen. Damit ich hier aufräumen kann. Wir bauen auch noch den Bauernhof. Das habe ich mir vorgenommen. Das werden wir tun. Aber vorher haben wir doch anderen Spaß. So, ich habe auch erstmal Superlegierung wieder angestoßen, damit das hier einmal volllaufen kann. Mich hat es ein bisschen frustriert, dass das mit der Superlegierung so langsam vorangeht. Aber Iridiumstäbe sind mittlerweile voll. Uranstäbe sind voll. Hatten wir bei beiden aber auch echt guten Grundvorrat. Jetzt sind die Superlegierungsstäbe bald voll. Man sieht auch hier schon, Iridium ist komplett vollgelaufen. Das heißt, wir sammeln jetzt nur noch das Iridium, bis der Schrank voll ist. Danach wird weggeworfen. Das gleiche hier, Uranstäbe. Die sammeln sich jetzt, fangen jetzt an, sich hier zu sammeln. Sind aber noch nicht fertig. Entsprechend werden wir hier gefühlt kein Uran drin haben. Genau, höchstens 8. Ab dem 9. wird es ja umgecraftet werden. Superlegierung. Das lässt sich entsprechend noch gemütlich durchlaufen. Hier unser Stoffschrank, voll. Seide, kann ich Stoff verkaufen? Ha! Das ist gut für unsere Aussortierenkisten. Also ich brauche auf jeden Fall ein paar Schränke. Hier ein bisschen Eisen drin. Ja, gib mir erstmal mal Eisen her. Ich ziehe das jetzt durch. Ich mache da oben noch eine kleine Crafting-Anlage extra für den Spaß. Baue ich die da... Oh. Besuch. Da kommen ein paar Meteoriten. Ja.
Ja, ich geh mal kurz rein. Bin jetzt ernsthaft überlegen, irgendwo noch mal so ein schickes Häuschen. Ich brauche noch wieder so ein 2x2 Wohnquartier. Da kann ich die Schränke reinpacken, die Crafting-Einheiten. Und wenn ich es effizient gestalten will, dann möglichst nah an unsere Erzstation ran. Die Idee gefällt mir, dass ich noch mal so ein 2x2 Wohnquartier nehme. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 3 Titan. 1, 2, 3 und Superlegierung. 2 Stück waren das, glaube ich. Ja, genau das ist das Problem. Ich bin ja gerade dabei, einfach alles zu verkraften. Oh! Stimmt! Mein Aluminium kommt nicht hinterher. Deswegen haben sich Superlegierungen tatsächlich gestapelt. Stimmt ja, da war ja was. Upsi. Oh, mal noch mal ein großes Wohnmodul. Dann noch eine Tür. Was ist denn hier mit dem Titan? Silizium. Titan. Dann machen wir eine Tür. Und dann drin baue ich ein paar Schränke auf und Crafting-Einheiten. Genau, dann ziehen wir das jetzt mal richtig schön dick auf, damit auch unsere Handelsrakete am laufenden Band versorgt wird mit verschiedenen Dingen. Apropos! Was ist das? Ich dachte gerade, die Handelsrakete startet. Oh mein Gott, lass es Quarz sein. Das ist lila. Mein Gott, geh ich gerade ab. Komm her, komm her. Was bist du? Tatsache! Nee! Spiel, ich liebe dich! Noch mehr? Nee, ne? Doch. Da liegt auch noch mehr. Wette, ich könnte den Drohnen auch nochmal sagen, dass die Quarzherungen sollen. Wetten? Dann sammeln die sich das da bestimmt auch raus. So, Nachfrage? Pulsarquarz. Oh. Sieht gar nicht so aus, wohl. Oh. Okay. Ich muss warten, bis der Stein weg ist. Da lag nämlich noch ein bisschen mehr. Nein. Ja, vielleicht habe ich alle. Wie viel habe ich? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mega. Mega. Mega gut. Mega gut. Ich feiere das gerade. Absolut. Bauen wir die Crafting-Station, glaube ich, einfach hier mit ran. Jawohl. Die würde ich hier, glaube ich, auch gar nicht so doof aussehen. Ein paar Schränke. Wir kriegen hier ja. Wir können hier ein bisschen Überfluss abgreifen.
stelle die mal so aneinander. Nachfrage. Kobalt, Prio 0. Nachfrage. Eisen. Prio 0. Ich hole mir noch kurz Eisen aus unserem Erzding. Ich habe doch bestimmt da was. Titan, Silizium, bla bla bla. Osmium, Eisen. Oh, die werden tatsächlich quasi abgeholt. Also Prio 0. Das heißt, ich muss auf jeden Fall meine anderen Ressourcenschränke auf eine höhere Priorität stellen. Auf 1, sagen wir mal so. Obwohl auf 3. Ich finde, meine Standardressourcen sollten eine Priorität von 3 haben. Ne, 2. Machen wir das mal so, damit auf jeden Fall die Sachen zuerst hier hingehen. 1, 2. Weil ich möchte da hinten ja wirklich sicher gehen, dass wir nur den Überschuss verkraften. Der wird ja irgendwann gezwungenermaßen entstehen. So, Prio 2. Du bleibst bei Prio minus 1, weil du bist das absolute Böse. Hab dich trotzdem lieb, aber du bist das absolute Böse. Aluminium. Prio 2. Aluminium. Prio 2. Schwefel. Ich stell's mir auf Prio 2, aber grundsätzlich habe ich noch gar keinen sinnvollen Grund dafür. Prio 2. Ja, Zeolith habe ich nicht übrig. Iridium, Prio 2. Uran, Prio 2. Superlegierung, Prio 2. Osmium, Prio 2. Seide? Naja, gut, da habe ich nur das. Das passt. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ist nur Nachfrage, ne? Nee, das ist U-Boot. Nachfrage. 2. Hey, das ist fast voll. Cool. Prio 2. Stoff, Prio 2. Also die Nachfrage ist jetzt ein Stoff. Nachfragestäbchen minus 1. Nimmt er mir die dann aus meinem normalen Lager raus, wenn ich die hier gerne drin hätte? Oder lässt er das sein? Gute Frage gerade. Nachfrage. Das kann nämlich tatsächlich sein, dass er jetzt hier anfängt, das Osmium aus dem Lager rauszuziehen. Also die Osmiumstäbe. Dadurch, dass ich die halt alle automatisiert habe. Oh. Es wäre schön, wenn ich die Möglichkeit hätte, Schränke von Drohnensystemen auszuschließen. Oder wirklich irgendwelche Filter dran zu setzen. Ah! Ärgerlich. So, dann lass uns mal 2 Brennstoffzellen auf jeden Fall nochmal bauen. Das ist ganz wichtig. Was brauchen wir denn dafür? 3 Stück, glaube ich. Also, dann nochmal 4 Osmium und 2 Obsidian. Ah,
1, 2, 3, 4. 1, 2. Dann machen, haben wir nämlich noch einmal wieder einen Endlootraum, den wir aufmachen können. Ich weiß nicht mehr, wo der andere Reaktor war, also Fusionsgenerator. Aber das ist ja wohl ein lösbares Problem. Weil ich könnte mir jetzt einfach noch viel mehr Strom hinsetzen. Mein Hauptproblem, glaube ich, gerade was ich meinte mit den Filtern, dass er mir nicht mein Lager leer zieht, sind diese Dinger hier. Die werden nämlich explizit auch von den Drohnen geleert. Das heißt, wenn der Schrank voll ist, laufen die aktuell einfach voll und danach laufen die Grundressourcen voll. Aber dadurch, dass sie quasi ein Angebot darstellen von den Stäben, kann ich jetzt nicht auf die Rakete, an die Rakete gehen und sagen, zieh dir automatisch diese Stäbe ran, weil er nimmt die quasi von dem Gerät hier. Ganz großes Problem. Weil jetzt gerade zum Beispiel, so wie es jetzt läuft, werde ich niemals Osmium sammeln können. Er wird voll machen und dann immer weiter die Rakete vollstopfen. Mist. Denkfehler. Ich brauche einen kurzen Moment. Bin gleich wieder da. So, ich bin jetzt hier relativ viel hin und her und habe ein paar Sachen durchgeguckt, ob ich noch was freischalte. Es gibt später noch ein Fahrzeug-Logistiksystem. Das kann tatsächlich sein, dass das noch hilft, aber davon sind wir noch wirklich weit entfernt. Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ich kann das mit den Drohnen nicht so filtern, in dem Sinne, dass er hier mein Lager nicht leer zieht. Das muss ich gerade ganz leider gestehen, das kriege ich gerade nicht hin. Zumindest wüsste ich gerade nicht, wie. Aber das ist, ich will jetzt nicht sagen, halb so schlimm, aber es könnte schlimmer sein. Guck mal, die Stäbe hier mal rüber. Ich kann ja ganze Schränke volllaufen lassen mit den Stäben. Und wenn ich dann alle Jubeljahre mal rübergehe und die Stäbe umsortiere in die Handelsrakete, dann kriegen wir das halt auch geregelt. Guck mal, jetzt haben wir tatsächlich noch ein paar über. Ich bin begeistert. So. Ist nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, aber naja, kann man nichts machen, dumm gelaufen. Aber wie, das ist in Ordnung. Dann muss ich das halt mit den Dingern so anstellen, dass die Ressourcen hier im letzten Schritt hin sind und daraus dann die Sachen gecraftet werden, bevor es in die Vernichtungsstätte geht. Weil craften, das kann ich ja begrenzen auf die Rohstoffe, die hierher kommen. Und wir haben ja jetzt nicht so einen riesigen Rohstoffdurchfluss, dass das zu einem wirklich großen Problem führt. Es wäre halt nur von der Bequemlichkeit her echt geil gewesen. Also wenn es da mal eine Möglichkeit gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Jetzt gerade. Ja, dumme Laufen für mich. Das ist so, Mann. So, du bist Titan mit Prio minus 1. Nee, mit Prio 0. Genau, minus 1 ist der Müllschlucker. Kobalt, Titan, Eisen, dann brauche ich hier nochmal Silizium. Mach ich doch mal rein. Nachfrage, Silizium, Priorität 0. Genau. Oh. Haben wir. Dann geht das Spiel weiter. Haben wir eigentlich Eisen gelagert? Oh, schon was angekommen. Cool. Magnesium. Prio 0. Ganz wichtig. Dann kriegt alles andere nämlich vor dir. Das ist schon gut. Ich bin super Legierung aus allen Startmaterialien, ne? Kobalt brauche ich hier noch.
Kobalt, Silizium, Magnesium, Eisen, Titan, ist alles da. Dann geht's weiter mit Osmium für die Osmiumstäbe. Ja, auch da Prio 0. Dass hier wirklich nur der Überschuss reinkommt. Uran. Prio 0. Iridium. Prio 0. Genau. Ich glaube, ich kann nicht noch eine Reihe dran stellen, oder? Oder kann ich da noch dran vorbei? Oh doch, passt. Wunderbar. Uran, Iridium. Habe ich das hier reingestellt? Nee, guck mal. Iridium, Prio 0. S-Legierung. Prio 0. Aluminium brauche ich ja noch in der ganzen Logik. Und Stoff tatsächlich. Ich stelle das jetzt automatisch her und bekomme es ja bei den Loot-Uhren auch mit zur Verfügung gestellt. Entsprechend kann ich das ja in meine Reinrottschränke mitpacken. Dann wird das hier hingepackt und dann können wir das auch verkaufen. Beziehungsweise, die kann ich glaube ich direkt zur Rakete packen. Mit Stoff ist kein Problem. Oder doch? Nee, Stoff ist kein Problem. Nachfrage. Aluminium, Priorität 0. Dann stellen wir das einmal schnell hier in der Rakete ein. Erst noch mal ein paar Stäbe. Nachfrage, dich nehme ich raus. Priorität 0. Stoff. Sehr schön. Dann müssten wir den Spaß tatsächlich jetzt haben. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt mal Inventar mit den ganzen Erzen in die Reinrottschränke machen können. Das müsste grundsätzlich funktionieren. Oh. Flop, 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 flop. Gucken wir mal. Ja, zack, Osmium wird rausgezogen. Sehr schön. Perfekt. So gefällt mir das doch echt gut. Sehr schön. Und dann kann ich ja mit den Craftern jetzt weitermachen. Ich brauche da hierfür Osmium und die Superlegierung. Oder? Dann stoßen wir das an und dann machen wir den Bauernhof. Also, ich brauche Superlegierungsstäbe. Eins, zwei. Nehmen wir mal drei Stück. Dann brauche ich sechs Osmium dazu. Eins. Wow. Ja. Ja, es gibt doch noch so einen Recycler, ne? Wo ist der denn? Kann ich mit dem kurz bauen? Oder ist das zu viel verlangt? Ich habe noch nicht mal auf Heizungsstufe 5 geupgradet. Oh, ich Schwein. Wasserbedarf niedrig. Dann trink doch was. Und ist eine Bohne. Es gibt einen Recycler. Das könnte ich jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise mal gebrauchen für die Stäbe. Recyclingmaschine. Mikrochip zerlegen und Superlegierung. Okay. Was denn der? Silizium und Magnesium. Hä? Also wirklich? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Cool. Habt ihr falsch gebaut. Wow. Eins, zwei.
1, 2. Konstruktion. Na, schön, danke auch. Die Konstruktion. Also 1, 2. Dreimal Superlegierung. Das dürfte nicht das große Problem sein. 1, 2. Oder 3 sogar, weiß ich nicht. Wir bauen den mal ganz kurz. Ich dachte, ich habe 3 genommen. Naja. Die ist ja süß. Ich geh jetzt mal in Osmium-Stadt rein und guck, ob ich meine neuen Osmium wieder kriege. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ich habe ein Minusgeschäft gemacht, aber egal. Jetzt geht's an die Crafter. Die sind ja zumindest lokal begrenzt von den Ressourcen, die sie greifen könnten. Die nehmen ja nur das in ihrer eigenen Reichweite. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so weit außerhalb mache, bin ich da eigentlich fein raus. So. So. Einmal natürlich Uranstab, Iridiumstab, und Superlegierungsstab. Dann wollen wir noch einen vierten für Osmium. Hab ich dafür alles dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Superlegierungsstab. Also die laufen da jetzt rein theoretisch wirklich in allerletzter Instanz durch. So. Ich brauche noch einen. Der muss mir auch noch Superlegierung herstellen. Ich habe schon wieder den Bauernhof nicht gebaut. Lass ihn uns den einfach gleich mal irgendwo hinsetzen, damit ich wenigstens mich daran gehalten habe, dass ich den Bauernhof gebaut habe. Oh Mann. Aber dann habe ich da hinten quasi eine vollständig an... Also was ist hier vollständig? Ich habe auch ein... Boah, nicht Superlegierung. Warte, ich brauche ein Superlegierungsstäbchen. Mach ich denn hier schon wieder? Gib mir mal ein. Ich habe noch ein kleines Backup-System, um den Mülleimer zu umgehen. Das ist so der ganz große Punkt gerade. Das war mir wichtig. Und wenn wir dann immer noch Überschuss haben, weil die ganzen Stäbe vollgelaufen sind, dann ist das einfach dumm gelaufen und hätte ich mal abholen müssen. Also dahingehend bin ich damit dann im Reinen. Ich hätte gern Osmium. Nix. Oh. Ich habe übrigens nochmal geguckt, ich kann mir bei der Handelsrakete tatsächlich Drohnen in Stufe 2 holen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die mehr filtern kann oder ob die mehr tragen können, ob die denn schneller sind. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das zwingend notwendig ist. Danke. Ein Osmium bitte. Ist Osmium jetzt schon vollgelaufen? Nee, noch nicht ganz. Aber bald. Da freut sich die Handelsrakete drüber. So, was haben wir? Nichts Dramatisches. Ist nur schlechtes Wetter, wenn ich das richtig sehe. Noch so ein Quarz-Asteroid, der wäre heftig.
So. So, du machst jetzt Superlegierung. Ist alles da. Bei dir muss ich auch sagen, du hast sie ja quasi im Angebot, ne? Habt ihr die ganzen Sachen im Angebot? Aber dann sortiert ihr die auch wieder bei mir mit ins Lager ein. Was ja grundsätzlich nicht schlimm ist, aber es ist ja alles so eingestellt, dass mein Lager immer priorisiert wird und zuerst vorläuft, bevor es dann hier hinten hingeht. Das heißt, wenn ich dann hier rückwärts auch wieder die Sachen ins Lager schieben würde, wäre das ein bisschen unnötig. Oh. Nee, dann hast du alles, ne? Also, 6 Materialien. Eisen, Titan, Kobalt, Silizium, Magnesium. Warte mal. Habe ich doch einen vergessen? Oh. Hä? Ach, Aluminium, ja gut, das ist auch hier. Also das wird beim Aluminium halt geblockt werden. Ihr seid alle auf Prio 0, genau. Das ist schön. Und dann kann das jetzt ganz gemütlich nebenbei volllaufen. Wenn ich automatisch Stoff zum Wegsortieren habe, aber mein Stoffschrank voll, landet das automatisch hier drin. Ich habe ja auch eine Stoffherstellung in dem Sinne. Ja, und ich habe eine Stoffherstellung, die... Aber ich habe kein Stoffangebot. Doch, habe ich. Im... Ah, okay. Jetzt, ich merke gerade ein anderes kleines Problem. Er hat ja quasi Stoff im Angebot. Heißt, alles, was ich über diese Seite jetzt hier rein bekomme, verkraftet er direkt und dann geht es in die Handelsrakete rüber. Da ist nur, ich weiß nicht, ob ich die Seide noch für andere Sachen brauche. Falls ja, muss ich das irgendwann mal unterbinden. Oder einfach einen Seidengenerator bauen, der nicht leer gemacht wird. So, wir wollten einen Bauernhof bauen. Gib mir mal eine Bohne. Das ist so, wollten wir eigentlich. Ich möchte mir den echt mal angucken. Bauernhof, Bienenlarve. Ah! Ich hatte eine Bienenlarve aber angestoßen, glaube ich, schon beim letzten Mal, als wir über den Bauernhof gesprochen hatten. Also, schon wieder ein paar Folgen her. Habe ich nicht? Oh. Habe ich keine Bienenlarve. Muss ich gucken. Kann ich aus einer Gemeinlarve eine Biene machen? Nee. Ich brauche... Dann mache ich ja zu, Schmetterlinge. Ich brauche ungewöhnliche Larven, 2 Stück. Oh. Jo, da müsste man mal gucken. Meine hier hinten bei der komischen Biokuppel. Da waren ein Haufen Larven. Irgendwas. Ja, und dann der Biokuppel hat mir relativ viel.
Aha. Eine seltene. Das ist doch schon mal schön. Ungewöhnlich, danke. Ah, sie spawnen hier nach und nach. Ungewöhnlich, okay. Bei ungewöhnlich. Ich glaube, die braucht ich auch. Ah, sie spawnen hier richtig eklig schnell. Ne, gemeine. Ja, brauche ich nicht so viele. Selten nehme ich sofort. Ja, das passt schon so. Da drin? Selten, okay. Klar. Selten, klar. Also ich muss das mit dem Bauernhof tatsächlich doch nochmal aufs nächste Mal schieben. Ich kann, das mit den Bienenlarven, das dauert doch jetzt relativ lange. Ist dann, habe ich den Roboter schon mal gelootet, der da ist? Nein. Cooler Typ. Lagerkiste und noch ein Mikrochip. Cool. Terraform. Suche nach dem bestmöglichen Ort für die Installation der autonomen Terraforming-Technologie von Starform Robotics. Letzter Status. Verarbeitung interner Daten. Protokoll. Ist diese Aufgabe überhaupt machbar? Warum sollten wir einen Planeten verändern wollen? Wie ist der aktuelle Status von DR23? Ich gehe in den Offline-Modus. Sie haben definitiv ein Bewusstsein. Sie stellen interessante Fragen. Ja. Ich werde jetzt einmal noch eine Bienenlarve anstoßen mit euch zusammen. Nur damit ich selber nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen werde, was der Plan ist. Was ist das hier eigentlich? Nee, ich finde hier noch eine Hülle. Vielleicht gibt es eine Krise. Nee, es ist nur ein Map. Ist nicht so schwierig. Und hoch da bitte. So, Dünger und Mutagen brauche ich dazu. Dünger. Oder was? Bakterien? Ich glaube, eine Bakterienprobe. Ungewöhnlich Mutagen und Dünger. Doch, Mutagen. Mutagendünger. Forschung. Kommt doch jetzt eine Biene bei rum. Ja, da kommt jetzt. Oh, Chromfischeier. Schön. Später. Ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass ich hier noch so ein paar andere Prozesse automatisiere, weil wenn wir schon mal dabei sind, den ganzen Spaß hier zu machen, könnte ich mir genauso gut noch so eine Station basteln, wo dann die Sachen aus den Nahrungszüchtern, aus dem Bauernhof der Zukunft kommen und wie, falls ich das überhaupt kann an dem Ding, den Zeug hier noch automatisieren. Muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich noch einen Autocrafter hier rumstehen? Oh wow, ja, ich kann einfach die nehmen, die ich benutze. Und den hier. Letztendlich kann ich dich nämlich erstmal einfach abschalten. Wir müssten nämlich langsam... Es mangelt eher an Aluminium. Auch nicht nur ein bisschen. Oh, tut's nicht. Oh. Ja, oder egal. Ja, kann ich auch machen. Ja, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass ich dann für die, Sachen aus dem Biocraft, also für Mutagen und Bakterienprobe, vielleicht auch nochmal ein Lager anlege.
Weil die Sachen, sie laufen ja durch. Wir haben sie ja da in einem unbegrenzten Kreislauf, wenn ich sie regelmäßig abholen würde. Und wenn wir das dann mit den Drohnen halt hinkriegen, kann auch die Sachen volllaufen. Und ein Schrank voller Mutagen finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht mal so doof. Oder auch Bakterienproben. Macht dann auch bei den Vollrottschränken. Ich brauche für die Pflanzen, geht das auch alles nochmal. Ja. Es geht aber weiter Richtung technische Lageroptimierung und allem drum und dran. Guck mal dann, gucken wir weiter. Ich habe so viel Bock auf noch mehr davon. Schrecklich. Einfach schrecklich. Ich weiß halt gerade nur nicht, wo ich zum Beispiel die Bio-Abteilung hinmachen würde. Obwohl... Nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.